Guten Tag, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Fachtag Rhythmik in Hamburg. Gerne begrüße ich Sie zu meinem Vortrag über Beziehung und Ästhetik im Gestaltungsprozess von Musik und Bewegung. Nach längerem Überlegen bin ich übereingekommen, dass ich Ihnen gerne diese PowerPoint-Präsentation zeige und im Hintergrund spreche. Bitte konzentrieren Sie sich gerne auf die Bilder, die alle aus dem Unterricht in Zürich mit den Studierenden von Musik und Bewegung entstanden sind. Als erstes möchte ich etwas sagen zum Subjekt im pädagogischen Prozess. Im Lernprozess von Musik und Bewegung steht der Mensch als eigenständiges Subjekt im Mittelpunkt. Schlüssel für die dazu notwendige Interaktion von Lehrperson und Schüler und Schülerinnen ist die Qualität der Beziehung, welche aufgebaut wird, damit eine entsprechende Basis für kreative Entwicklung geschaffen werden kann. Lernen in Musik und Bewegung, Rhythmik, bedeutet handelndes Lernen und stellt die lernende Person in den Mittelpunkt. Durch die verschiedenen Perspektiven des Zugangs zum Feld von Kultur und Kunst öffnet sich eine breite Erfahrungspalette. Diese kann von Menschen von 0 bis 100 Jahren von unterschiedlichstem Entwicklungsstand und verschiedener Herkunft Gewinnbringung genutzt werden. Die pädagogische Beziehung. Die Wichtigkeit der Beziehungsqualität zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern ist sowohl neurowissenschaftlich als auch pädagogisch belegt. In seiner Einführung zum Vortrag Die pädagogische Beziehung, Neurowissenschaft und pädagogischen Dialog sagt Professor Joachim Bauer, Professor für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, soziale Erfahrungen werden vom Gehirn evaluiert, mit biologischen Reaktionen beantwortet und formen das kindliche Gehirn. Und er fährt fort. Beziehungserfahrungen im Allgemeinen und pädagogische Erfahrungen im Besonderen werden vom Gehirn in biologische Prozesse konvertiert. Das menschliche Gehirn macht aus Psychologie, ob wir es wollen oder nicht, Biologie. Zwischenmenschliche Beziehungserfahrungen aktivieren und inaktivieren Gene, formen die neuronalen Schaltkreise des Gehirns und sind eine unabdingbare Voraussetzung für die Herausbildung eines kindlichen Selbst. Setzen wir nun diese Aussagen in Bezug zum Aufbau einer pädagogischen Beziehung im Gestaltungsprozess von Musik und Bewegung, so zeigt sich bald, dass im Umfeld ästhetischer Bildungsprozesse verschiedene Aspekte vernetzt werden. Ich möchte in diesem kurzen Vortrag drei Bereiche definieren, welche für die Beziehungsqualität in Unterrichtsprozessen bestimmend sind. Dies sind a. die Beziehung zu sich selbst, zur eigenen Kreativität, b. die Beziehung in der Interaktion durch Resonanzgeschehen und c. die Beziehung in Beziehung zum konkreten Handwerk. A. die Beziehung zur eigenen ästhetischen Sprache. Im Unterricht schaffen wir eine ästhetische Umgebung mit möglichst viel Freiraum für eigene Ideen aller Beteiligten. Die Beziehungsqualität wird unterstützt durch die Art und Weise, wie wir unsere eigene Kreativität im Vermittlungsprozess nutzen. Das heißt, die Art und Weise, wie wir sprechen, uns bewegen und musizieren, spielt eine große Rolle. Die Medien Musik und Bewegung sind wichtige Träger der Beziehungsqualität. Die Wahl des eigenen Instruments muss sorgfältig durchgeführt werden. Dabei spielen dessen Größe, Einsatzmöglichkeiten und unsere Fähigkeit, dieses in der Interaktion und in Bewegung zu nutzen, eine große Rolle. Für mich persönlich habe ich oft das Akkordeon gewählt, weil ich damit eben gehen kann. Ich kann damit sprechen und singen und spielen und bin so immer im Kontakt und habe immer die Möglichkeit, eine gute, tragfähige Beziehung zu bauen. Die individuelle Auseinandersetzung mit der persönlichen Qualität des spezifischen Ausdrucks der eigenen Kreativität bildet letztendlich die Basis des Beziehungsgeflechts. Was wir für den Unterricht oder für ein Projekt auswählen, seien es Musikstücke, Lieder oder Tänze, hängt immer stark von unseren persönlichen Wahrnehmungen und Vorlieben ab. Dadurch, dass wir immer in Interaktion mit Schülerinnen und Schülern viel Handlungsspielraum lassen für die ästhetische Gestaltung,
Gleichzeitig aber auch sehr persönlich gefärbte Input geben für Gestaltungsprozesse, lassen wir neue Kreationen entstehen und sind eindringlich interessiert daran, was unser Gegenüber dabei an Ideen mitbringt. Beziehung ist Resonanzgeschehen. Das heißt, wie wir die Schwingungen aufnehmen, gestalten, welche von uns ausgehen oder von den Schülerinnen und Schülern uns entgegenkommen, wie wir diese wahrnehmen, spiegeln, wie wir damit kommunizieren und letztendlich auch improvisieren, damit gestalten wir eine gute, tragfähige Beziehung im Unterricht. Ich möchte gerne hier Stephen Hawkins zitieren, welcher Resonanz folgendermaßen definiert. Nach der Wellentheorie des Lichts werden die hellen und dunklen Ringe durch das Phänomen der Interferenz hervorgerufen. Eine Welle, etwa eine Wasserwelle, besteht aus einer Reihe von Kämmen und Tälern. Wenn beim Zusammentreffen zweier Wellen zufällig die Kämme der einen auf die Kämme der anderen Welle treffen und Wellentäler auf Wellentäler, dann verstärken sie einander und es entsteht eine größere Welle. Das nennen wir konstruktive Interferenz. In diesem Fall heißen die Wellen phasengleich. Auf diesem Bild hier kann man sehen, wenn das, was zum Beispiel die Lehrperson aussendet, als die schwarze Linie angenommen wird, und sie tritt auf ein positives Echo, auf eine positive Resonanz bei Schülerinnen und Schülern, so entsteht das, was wir konstruktive Interferenz nennen. Das kann man sehen an der Gestaltung der blauen Welle. Sie ist viel größer, als eben die schwarze ursprünglich war. Und das heißt, es kann auch viel mehr entstehen, als wir eigentlich ursprünglich angenommen haben. Das andere Extrem liegt vor, wenn die Kämme der einen Welle mit den Tälern der anderen zusammenfallen und umgekehrt. In diesem Fall heben sich die Wellen auf, sie sind phasenverschoben. Bei dieser Situation spricht man von destruktiver Interferenz. Das heißt jetzt hier, wir nehmen wieder die schwarze Welle als das, was eben die Lehrperson aussendet, oder auch eine Schülerin oder ein Schüler, und die Antwort ist eigentlich die rote Welle. Das heißt, diese beiden Wellen, die heben sich eigentlich auf. Es entsteht nichts, was größer ist als sie, sondern man kann eher sagen, sie legen einander flach. Übersetzt in die Theorie von Pädagogik und Psychologie als Prozessgeschehen kann das so gedeutet werden. Jeder Teilnehmende in einem pädagogischen Prozess sendet eine Art Welle aus. Gelingt es der Lehrperson, sich auf die Wellen der Schülerinnen einzustimmen, so ist die Möglichkeit der Entstehung von konstruktiver Interferenz gegeben. Alle Beteiligten lassen sich auf einen gemeinsamen Entwicklungsprozess ein. Das wiederum bedeutet, dass der Lerneffekt deutlich um ein Mehrfaches verstärkt wird, da die Wellen sich verstärken. Gelingt diese Verstärkung nicht, so entsteht so etwas wie eine destruktive Interferenz. Es kann keine positive Verstärkung stattfinden und die Gestaltungsprozesse bleiben eher flach und bedeutungslos. Basis für die Beziehung ist eine forschende Haltung der Lehrperson und ihre Fähigkeit, resonante Prozesse zu unterstützen. Neugier für die Einmaligkeit von kreativen Prozessen sowie eine forschende Haltung gegenüber der Entstehung von Gestaltungsprozessen ist für alle Lehrpersonen unabdingbar. Aus dieser Grundlage heraus können positive, resonanzgeleitete Prozesse entstehen. Häufig braucht es auch einen Mut zum Perspektivenwechsel. Wenn wir Dinge anders anschauen, als wir es gewohnt sind, dann können wir plötzlich auch eben ganz neue Möglichkeiten entdecken und gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern weiterentwickeln. Hier möchte ich ein Beispiel zeigen, das ich genannt habe, sich auf neue Prozesse einladen. Hier im Spiel mit dem ganz großen blauen Tuch haben die Kinder sich eingewickelt. Sie haben ausprobiert, wie man schnelle und langsame Wellen machen kann, hohe und tiefe. Und in dem Moment kam eben ihre Lehrperson, ihr Lehrer, ins Zimmer. Und sie haben alle gerufen, halt, halt, jetzt bist du dran, setz du dich in die Mitte und wir wollen doch dir jetzt zeigen, was wir alles mit dem Tuch schon gestaltet haben. Die Lehrperson, die hat eine wirklich forschende Haltung entwickelt und war auch neugierig, was denn hier entstehen kann. Und dadurch, dass er sich eben eingelassen hat, hat er viel auch zu einer wichtigen, tragfähigen Beziehung im Unterricht gestaltet und beigetragen.
Als letztes möchte ich noch gerne über Beziehung und Handwerk sprechen. Beziehung beruht also einerseits auf Empathie und Kreativität, aber andererseits auch aus ganz spezifischem Können und Wissen. Die Kernkompetenzen der Lehrpersonen beinhalten solide musikalische, bewegungstechnische und didaktische Fähigkeiten. Sie berücksichtigen den Hintergrund verschiedener Kulturen und lassen unterschiedlichste und oft unvorhersehbare Möglichkeiten der Gestaltung zu. Die Beziehung wird auch entwickelt auf der Basis eines möglichst breiten didaktischen Verständnisses von Struktur und Dynamik der Unterrichtsgestaltung. Struktur, das bedeutet die Wichtigkeit der Formulierung von Lernzielen und der Definition des Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schüler, auf dem Hintergrund der Lernziele von Institutionen und Lehrplänen. Dynamik der Unterrichtsgestaltung bedeutet dann den Prozess, der in der Interaktion von allen Beteiligten entsteht und immer unvorhersehbar und neu ist. Die daraus folgende Flexibilität der Unterrichtsgestaltung macht eine offene Beziehung möglich. Eine sorgfältige Planung und eine Fähigkeit zur Rhythmisierung sind ebenfalls bestimmend für die Gestaltung der Beziehung. Die Beziehung heißt, durch Rhythmisierung werden Ideen aufgegriffen, werden neu gestaltet, jeder kann sich einbringen, wie er will, und es entsteht in jeder Unterrichtseinheit oder in jedem Projekt eine neue Gestaltung, eine neue kreative Gestaltung von Musik und Bewegung, die für alle interessant ist. Zusammenfassend möchte ich nun nochmal sagen, also was wichtig ist für die Beziehung. Im Unterrichtsprozess ist einerseits die Art und Weise, wie wir unsere musikalischen und bewegungsmäßigen Kompetenzen einsetzen. Dann ist wichtig unsere Fähigkeit zur Resonanz und unsere Neugier und Freude daran, neue Prozesse zu entwickeln. Und als drittes eben das Studium von Didaktik, um genau zu wissen, was folgt auf was, wie kann ich welche Schritte rhythmisiert gestalten. So entsteht dann letztendlich eben das, was uns Sarah hier zeichnet. Sarah ist in dem Moment vielleicht 10 Jahre alt und sie hat mir zu diesem Bild gesagt, ich liebe es, wenn Musik entsteht, sie füllt den ganzen Raum. Und das habe ich mit diesen bunten Punkten gezeichnet. Mit dieser Schlusspräsentation des Bildes möchte ich meinen Vortrag hier beenden und wir können nun übergehen zur Gestaltung der Fragerunde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.